In tiefer Trauer folgten die Mitglieder der Familie von Croy am Freitag, dem 3. Mai, dem Sarg von Gabrielle, Herzogin von Croy, Prinzessin von Bayern, der in die Klosterkirche St. Jakobus Kartaus überführt wurde. Pfarrdechant Markus Trautmann zelebrierte die Trauermesse. Rund 350 Gäste aus dem In- und Ausland verfolgten die Trauerfeier in der Kirche bzw. auf einer Großleinwand außerhalb der Kirche. In seiner Predigt erinnerte Pfarrdechant Markus Trautmann an die schwere Kindheit und Jugend der Verstorbenen. Sie machte wenig Aufhebens um sich selbst, auch nicht um die schweren Jahre ihrer Kindheit und Jugend. Als Glauben und Glaubensstärke bei vielen ihrer Zeitgenossen auf eine harte Probe gestellt wurden. Nach dem Schlusssegen wurde der Sarg von Gabrielle, Herzogin von Croy, Prinzessin von Bayern, in die Gruftkapelle der Kirche getragen. Dort hatten die Familie und Trauergäste Gelegenheit, sich von der Verstorbenen zu verabschieden und sich in die ausgelegten Kondolenzbücher einzutragen. Die Herzogin verstarb am Karfreitag im Alter von 91 Jahren.